Widerstände können verwendet werden, zum Beispiel um Spannung zu verringern. Ein Widerstand mit 47 Kiloohm. Welcher Wert ein Widerstand hat, kann man erkennen anhand der Ringfarben und mit Hilfe einer Tabelle. Zum Beispiel, die Farbe Rot steht für 2, Orange für 3, Gelb 4, Violett 7 und so weiter. In dieser Kodierung sind die ersten zwei Ringe zwei Ziffern. Der dritte Ring ein Multiplikator, und zwar der Anzahl an Nullen. Und der vierte Ring die Toleranz. Da Gold für die Toleranz steht, können wir Gold, um den Widerstandswert herauszufinden, ignorieren. Gelb 4, Violett 7, Orange 3, zusammen 4, 7 und zum Schluss 3 Nullen. Sind 47.000 oder 47 Kiloohm. Hier Gelb 4, Violett, also 7 und dieses Mal Rot 2. Zusammen 4, 7 und 2 Nullen sind 4700 oder 4700 Ohm oder 4,7 Kiloohm. Rot, Violett, Orange. Zusammen 2, 7, 3 Nullen oder 27.000 Ohm oder 27 Kiloohm. Bei Rot, Violett und Rot sind es 2700 Ohm oder 2,7 Kiloohm. Das Symbol für einen NTC-Widerstand hat zwei Pfeilen. Die Pfeilen zeigen nach oben und nach unten. NTC steht für Negative Temperature Coefficient, auch Thermistor. Beim PTC zeigen beide Pfeilen nach oben. PTC steht für Positive Temperature Coefficient. Widerstände gibt es in unterschiedliche Bauformen. Surface-Mounted Devices, SMDs, sind sehr klein und werden durch Löten direkt mit einer Platine verbunden. Das nennt sich Oberflächenmontage. Die Kodierung, die hier verwendet wird, ist auch einfach zu lesen. Wert, Wert und dann Anzahl der Nullen. 2, 2 und 0 sind 220 Ohm. Metalloxidwiderstände übertreffen Kohlenschichtwiderstände. Metalloxid ist deshalb die Bauart, die am besten für eine künstliche Antenne geeignet ist, die zu Test- oder Messzwecken gebraucht wird. Das war's. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat dir gefallen.